Hallo YouTube, willkommen zu dieser Reaction. Wir reagieren heute auf 10 Kinder, die von Tieren großgezogen wurden. Sehr interessantes Thema. Lasst unbedingt ein Like da und schaut das Video bis zum Ende, um zu sehen, was mit Peter war. Ja, keine Ahnung. Schaut bis zum Ende, um es zu erfahren. Habt ihr schon den Kanal abonniert? Wenn nicht, dann macht mal bitte. Und ich würde sagen, wir starten jetzt rein in das Hey, ich Video. habe tolle Neuigkeiten für dich. Wir haben einen Echt? neuen Kanal namens Faszinierend gestartet. Wow. Der Link zum Kanal steht oben in der Beschreibung. Den werde ich Abonniere ihn abonnieren. unbedingt, denn wir werden jede Woche drei Videos mit allen möglichen spannenden Geschichten hochladen, die du auf keinen Crazy. Fall verpassen Vielleicht mache solltest. ich eine Reaction Hey, auf. willkommen zu einem neuen Video. Du hast Hey. wahrscheinlich schon von Tarzan gehört, einer fiktiven Figur, die im afrikanischen Dschungel von Affen aufgezogen wurde. Aber wusstest du, dass es auch im wirklichen Leben solche Helden gibt? Als ob Tatsächlich es haben Tiere sowas die Fähigkeit, gibt. menschliche Kinder aufzuziehen. Heute zeige ich euch 10 Kinder, die Boah, von ich wäre Tieren voll gern aufgezogen von so einem wurden. Känguru Du bist neu auf diesem großgezogen Kanal? worden. Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Als Sidi Mohammed etwa 5 Jahre alt war, entfernte er sich zu weit von seinem Zuhause in Nordafrika und landete in der Wildnis, wo er bei den Straußen eine neue Familie fand. Hä? Der Junge Von erinnert sich, dass er Straußen? ein Straußennest fand, in dem mehrere Jungtiere schlüpften. Überraschenderweise verhielten sich die wilden Tiere nicht aggressiv gegenüber Sidi. Stattdessen gewann Sidi ihr Vertrauen und freundete sich mit ihnen an. Jo, auf so Die einem Strauße Strauß brachten reiten Sidi wir bei, auch schnell zu insane. laufen, während sie ihn nachts unter ihren Flügeln zudeckten. Er passte sich auch an ihre Ernährung an, da er sich hauptsächlich von Gras ernährte. 6 Jahre später entdeckte eine Gruppe von Straußenjägern Aber ist Sidi das unter den confirmed Tieren so? und er wurde in die menschliche Zivilisation gebracht. Ich stieß auf eine andere Geschichte über einen Straußenjungen namens Hadara. Er verirrte sich in der Sahara, als er erst 2 Jahre alt war. Wie Sidi wurde auch er gerettet, nachdem er einige Jahre lang mit den Straußen gelebt hatte. Nummer 9. Im Gegensatz zu Sidi und Hadara war John Sisimbunya nicht im Dschungel verloren gegangen, sondern von seiner Familie weggelaufen. John, der aus Uganda stammt, hatte ein schreckliches Erlebnis mit seinen Eltern, das ihn traumatisierte. Er sah den tiefen ugandischen Dschungel als Fluchtmöglichkeit. Aber der Dschungel wurde nicht nur zu seiner Flucht, sondern auch zu dem Ort, an dem er eine wunderbare Familie fand. Unter den Affen. Damals war er gerade einmal 2 Jahre alt, aber seine neu gefundene Familie beschützte und behütete ihn gut. Und sie brachten ihm schließlich auch bei, wie man sich in den Bäumen bewegt. 2 Jahre später wurde John von einer Frau eines nahegelegenen Stammes entdeckt, die auf der Suche nach Nahrung war. Als sie den wilden Jungen entdeckte, eilte sie zurück und informierte die Dorfbewohner. Sie retteten John, aber es war nicht einfach, denn sie mussten sich mit wütenden Affen herumschlagen, die mit Stöcken und Steinen nach ihnen warfen, um John zu schützen. Schließlich wurde John in ein christliches Waisenhaus gebracht, wo man sich um ihn kümmerte. Nummer 8. Also man weiß ja nicht so, wie die Storys jetzt so sind. Ist einer Als der ob die jetzt so wahr von sind. verwilderten Kindern. Oder Er was so verlor dazu seine Mutter gedichtet in sehr wurde, jungem aber Alter und als er 7 das ist Jahre alt schon war, crazy, verkaufte wenn's ihn so seine ist. böse Stiefmutter an einen Ziegenhirten. Als der Ziegenhirte starb, konnte Marcos nirgendwo hin. Er lebte eine Zeit lang allein und war auf sich selbst gestellt, bis er Wölfe fand, die ihn wie ihr eigenes Junges behandelten. Während seines Aufenthalts bei ihnen verlor er seine Nice Sprachfähigkeit Animation. und lernte zu bellen und den Mond anzuheulen. 12 Jahre später wurde er in den Bergen der Sierra Morena von einer Gruppe von Menschen gefunden, die ein Hirschleder trugen. Obwohl er versuchte, vor ihnen zu fliehen, gelang es ihm, den Jungen einzufangen und ihn in ein nahegelegenes Dorf zu bringen. Er wurde in einem Klosterkrankenhaus untergebracht, wo Nonnen ihm halfen, sich an seine neue Umgebung zu gewöhnen. Nummer 7. Die folgende Geschichte stammt von einem Jungen namens Sujit Kumar aus Fidschi. Er verlor in jungen Jahren beide Eltern und wurde deshalb unter die Vormundschaft seines Großvaters gestellt. Dem Jungen gefiel es jedoch nicht, bei dem alten Mann zu leben, da er den größten Teil seiner Kindheit in einem Hühnerstall verbringen musste. Eines Nachts flüchtete er und wurde von einigen Leuten mitten auf der Straße gefunden. Sie wussten nichts über den Jungen, aber eine besorgte Bürgerin namens Elizabeth interessierte sich für seinen Fall und stellte Nachforschungen über seine Vergangenheit an. Sie fand heraus, dass sich der Junge an die Lebensweise der Hühner hatte anpassen müssen. Er pickte nach seinem Essen und seine Finger waren nach innen gedreht, weil er sich am Boden kratzte. Außerdem kommunizierte der Junge mit den Hühnern, indem er mit seiner Zunge ein schnalzendes Geräusch machte. Junge. Es dauerte lange, bis sich Aber der so, Junge wieder an das Leben als normaler Mensch gewöhnt hatte. Wer auch immer das war, ich glaube, der Onkel wurde gesagt, das ist Nummer fucking 6. weird. Tippi Degree ist nicht gerade ein wildes Kind, ich glaube, aber sie hat von von klein der auf hatte ich unter sogar mal vielen wilden gehört. Tieren gelebt. Deshalb hat sie einen Platz in dieser Liste verdient.
Ihr bester Freund ist ein riesiger Elefant, den sie als ihren Bruder betrachtet. Tippi lebte mit ihren Eltern, die Wildtierfotografen waren, in Windhoek, Namibia. Als Kind entwickelte sie das gleiche Interesse an der Tierwelt wie ihre Eltern, vielleicht sogar noch mehr. Tippi freundete sich mit allen möglichen Tieren an und es scheint, dass sie keine Angst kannte. Sie freundete sich zum Beispiel mit einem Leoparden, mehreren Löwen, Giraffen, Straußen, Erdmännchen, Geparden, Schlangen und vielen anderen Tieren an. Sie freundete sich sogar mit dem Himba-Stamm an, einer Gruppe von Nomaden, die mit ihren Rindern durch die Gegend ziehen. Durch ihre erstaunlichen Erlebnisse wurde Tippi zu einer großen Berühmtheit und heute setzt sie sich weltweit für den Schutz der Wildtiere ein. Krank, ich find's so insane, wenn so... Ein Mädchen namens Madina aus Zentralrussland hatte leider auch keine guten Eltern. Deshalb suchte sie Freundschaft bei einer Gruppe von Straßenhunden. Seit ihrer Geburt hat sich ihre Mutter, die immer betrunken war, nie um sie gekümmert. Sie ignorierte Madina fast ihr ganzes Leben lang und ihr Vater verließ sie gleich nach ihrer Geburt. Ihre Mutter erlaubte Madina nicht am Tisch zu essen, also aß und schlief sie mit den Hunden. So dauerte es nicht lange, bis sie anfing, sich wie ein echter Hund zu verhalten. Sie kaute auf Knochen und knurrte, wenn sich Menschen näherten. Als Madina 3 Jahre alt war, wurde sie von einer Gruppe von Menschen gefunden, die sie auf allen Vieren laufen sahen. Das Mädchen kannte angeblich nur 2 Worte, ja und nein. Glücklicherweise ist Madina trotz des Erlebten körperlich und geistig gesund. Nummer 4. Das ist Daniel, besser bekannt als Goatboy. Über Daniel ist sehr wenig bekannt und im Internet ist nur ein einziges Bild von ihm zu finden. Niemand kennt seinen richtigen Namen und Daniel war nur ein Name, den ihm eine Gruppe von Forschern gab. Der Junge wurde 1990 in den peruanischen Anden gefunden, wo er zwischen einigen Ziegen lebte. 8 Jahre lang lebte er davon, Ziegenmilch zu trinken und wilde Beeren und Wurzeln zu essen. Er ging auf allen Vieren und konnte die menschliche Sprache nicht sprechen, das ist so verrückt, dass man nur die Sprachen der Ziegen kannte. Also was man so mit Daniel sonst noch passiert kleinen ist, Kindern ist unklar, theoretisch so anstellen könnte alles. Bekannt, wo er jetzt ist. Wenn die sich nicht so bei Menschen entwickeln. Nummer 3. Samart Bangari ist als der moderne Mowgli bekannt geworden. Wie Tippi ist er kein wildes Kind, aber er hat eine liebevolle Beziehung zu den Langschwanzaffen entwickelt. Eines Tages wurde er in seinem Dorf in Südindien gesehen, wie er fröhlich mit einer ganzen Gruppe von Affen interagierte. Als die Einheimischen den Jungen sahen, erkannten sie, dass er eine besondere Beziehung zu den Affen aufgebaut hatte. Der Geschichte zufolge spielte der Junge jeden Tag mit ihnen und die Affen wurden seine besten Freunde. Wenn der Junge am frühen Morgen noch schlief, weckten sie ihn manchmal auf und saßen stundenlang bei ihm. Das Unglaubliche daran ist, dass die meisten Langschwanzmeerkatzen 400 Kilometer von seinem Zuhause entfernt leben. Es scheint also, dass die Affen extra zu ihm kommen, um ihn zu sehen. Wie cool ist das denn? Das ist echt cool. Nummer 2. Die folgende Geschichte ist etwas ganz Besonderes, denn dieser Junge, dessen Name nicht genannt wurde, scheint von einer Gruppe von Gazellen aufgezogen worden zu sein. Die Dorfbewohner in der syrischen Wüste kannten ihn einfach als den Jungen, der mit den Gazellen herumhing. Als der Anthropologe Jean-Claude Orger von ihm hörte, hörte er sich um und suchte nach ihm. Als er ihn fand, sah er, dass der Junge auf allen Vieren ging, aber in manchen Fällen auch aufrecht stand. Jean-Claude dachte dann, dass der Gazellenjunge vielleicht verloren gegangen oder in der Wildnis ausgesetzt worden war. Er sah, dass er hauptsächlich Wüstenwurzeln und manchmal Eidechsen und Würmer aß. Manche Leute sagen, der Junge könne wie die Gazellen 50 bis 55 Kilometer pro Stunde schnell laufen. Es sollen auch mehrere Versuche unternommen worden sein, ihn zu fangen, aber wegen seiner Schnelligkeit konnten sie den Jungen nicht fassen. Ah, crazy, was so für Menschen da gibt. Nummer 1. Vor allem wenn Peter ist wohl einer der frühesten bekannten Fälle von verwilderten Kindern. Im Jahr 1725 wurde er allein in einem Wald in der deutschen Stadt Hannover gefunden. Aufgrund der Art, wie der Junge mit den Händen aß, glaubte man, dass er wahrscheinlich von Bären oder Wölfen aufgezogen worden war. Als der Junge gefunden wurde, war er 11 Jahre alt und die Forscher konnten sich nicht erklären, wie der Junge in der Wildnis überleben konnte. In der Tat wäre Peter auf allen Vieren gelaufen und er trug nicht gerne Kleidung. Nach seiner Rettung wurde der Junge als menschliches Haustier in den Palast des damaligen Königs Georg, dem Ersten von Großbritannien, gebracht. Danach wurden Versuche unternommen, ihm etwas beizubringen, jedoch ohne Erfolg. Jahre später wurden in mehreren Studien festgestellt, dass der Junge wahrscheinlich das Pitt-Hopkins-Syndrom hatte. Glaubt ihr, dass ihr in der Wildnis überleben könntet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ja, würde ich. Ich würde Samuels Wald gewinnen. Geil. Coole Story. Interessantes Video.
Sehr interessantes Thema allgemein. Lasst ein Like da. Danke fürs bis zu Ende schauen. Abonniert den Channel, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns morgen wieder. Bye bye.